Servus und hallo, ich bin's wieder, euer Stufi, heute mit einer neuen Folge Daily Shit, aber nein, nicht mit dem Basti, sondern mit... Mir, dem Chris. Ich versuche dem Basti zu ersetzen, weil der ist heute leider nicht da, um den Daily Shit mit aufnehmen zu können. Richtig, da habe ich mir gedacht, bevor ich mich alleine vors Mikro setze und ein Daily Shit für euch mache, kralle ich mir den Chris und laber ein bisschen mit ihm, denn einige von euch haben ja schon gefragt, was er denn so macht, wo er denn geblieben ist, und nein, er ist nicht verschollen, er ist heute wieder live mit dabei. Ja, ich bin gestern aus dem Knast entlassen worden. Ja, wir wollten es doch eigentlich gar nicht verraten. Ja, irgendwann müssen sie es erfahren. Nee, aber das ist ja nicht unser Thema. Richtig. Sondern, willst du es sagen? Ja, sag du es doch. Okay, dann sag's doch ich. Wir haben uns überlegt, wir reden heute mal über den Mittagsschlaf im Alter, denn ja, bei uns hier in der Clique immer ein bisschen heiß diskutiert das Ganze. Macht Sinn oder ist es doch ein bisschen neben der Spur? Bist du pro oder contra Mittagsschlaf? Ja, also ich weiß nicht, wie man dagegen contra eigentlich sein kann, denn es ist ja nur Schlafen, oder? Ja, ich bin da deiner Meinung, deswegen wird es ein bisschen schwierig, da eine Diskussion aufzubauen, denke ich, weil wir sind beide davon überzeugt, ne? Ja. Ich denke halt, der negative Punkt in der ganzen Sache ist halt, dass das irgendwie so kindlich halt sein soll, wenn man halt mittags schläft oder was weiß ich, irgendwie die High-Time verpasst. Doch für mich ist es zum Beispiel so, ich merke, dass ich nachts echt extrem miserabel schlaf, und wenn ich nachmittags mich irgendwie hinlege, dass ich danach viel fitter bin. Ja, okay, ich date am liebsten in der Arbeit schlafen. Ja, das mache ich schon die ganze Zeit. Hocke mich aufs Scheißhaus und bin erstmal 2 Stunden weg. Ja, ich bin mal schnell am Klo. 4 Stunden genau. Später voll verschlafen, so aufgestanden. Wobei, bei dem Gestank bei uns hält es gar nicht aus. Nee, also es geht mir ähnlich. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe da irgendwie immer so, ich habe das so im Rhythmus. Wir haben bei uns immer jeden zweiten Mittwoch ist bei uns kurz in der Arbeit. Das heißt, wir dürfen um 1 Uhr tatsächlich schon heimgehen. Und ja, anstatt den Tag dann zu nutzen und zu sagen, okay, jetzt mache ich das, jetzt gehe ich hier, ich gehe Eis essen, mache das, bin ich meistens so K.O., dass ich mich erstmal auf die Couch lege, vielleicht was esse, und dann penne ich meistens erstmal ein. Und dann wache ich so um 6 Uhr wieder auf, um 7 Uhr, dann hätte ich auch ganz normal in die Arbeit gehen können. Aber irgendwie ist es schon so drin, dass mir dann eher schwerfällt, da fit zu bleiben und mich zu motivieren, gleich irgendwas anders zu machen. Ja, nee, bei mir ist es genauso. Ich arbeite ja auch samstags, und bei mir ist halt der Fall, ich bin die ganze Woche, schlafe ich relativ wenig, weil ich dies, das mir irgendeinen Film reinziehe oder abends vielleicht zocke oder so. Und ich komme halt so auf 5 Stunden Schlaf, und man merkt halt in der heutigen, also jetzt im jetzigen Alter, dass das einfach viel zu wenig ist. Und ich bin auch dann frühst dementsprechend down. Mhm. Und deswegen mache ich halt den Mittagsschlaf. Also ich schlafe einfach ein am Wochenende. Das ist, ich kann nichts dagegen machen. Ich hocke einfach da und mir fallen die Augen zu. Ja, das kenne ich zur Genüge. Aber du hast ja, glaube ich, auch so ein Fitnessarmband, wo man das recht gut überbrücken kann, wo man das nachschauen kann, ne? Wie lange man schläft. Genau, und in wie gut man schläft. Und ich merke halt, dass ich nachts einfach absolut miserabel schlafe und auch 1000 Mal aufwache. Und dieser Mittagsschlaf quasi oder diese kurze Schlafphase ist halt irgendwie effektiver, als wenn ich die ganze Nacht da im Bett rumliege. Ja, sehe ich genauso. Also, wie gesagt, schreibt doch mal am besten unten drunter, wie ihr das seht, weil ihr, denke ich, habt ja noch ein paar Jährchen, vielleicht manche von euch weniger auf dem Buckel, wie wir jetzt. Aber ja. Ist schade, dass Basti jetzt nicht dabei ist, ne? Weil das ist eigentlich unser Kontra-Mittagsschlafe. Genau, der kann das überhaupt nicht nachvollziehen, wie man sowas machen kann. Das konnte ich früher, ehrlich gesagt, auch überhaupt nicht. Wie, du machst Mittagsschlaf, das ist ja irgendwie voll scheiße. Warum machst du nur den? Der ganze Tag ist im Arsch und so. Ja, aber wie gesagt, ob ich ihn will oder nicht, ich mache ihn halt einfach, weil ich nichts dagegen machen kann. Ich penne einfach ein. Das ist wie der Sex halt. So, du willst ihn eigentlich nicht, aber die Frau will ihn, und du musst dann einfach mitmachen. Ja, du musst halt, ne? Einfach mitziehen. Du musst einfach, genau. So, nein, nicht. Und du denkst im Kopf so, nein, nicht schon wieder, aber dann ist es doch wieder soweit. Ja, genau. Und wenn du dann mal dabei bist, dann ist es noch ganz geil, ne? Wie beim Mittagsschlaf. Dann irgendwann kommt dann der Punkt, dann ist es in Ordnung, ja.
wie geil. Aber ich muss sagen, ich war früher auch jetzt, hat jetzt nichts jetzt mit Mittagsschlaf mehr zu tun, aber ich habe früher zum Beispiel auch nie vorm Fernsehen schlafen können. Ich konnte es auch auf Biegen und Brechen nicht nachvollziehen, wie Leute abends vorm Fernseher einschlafen können. Weil ich habe mir immer gedacht, ich sitze da und schaue den Film, dann schlafe ich doch nicht ein. Und bei mir, seit ich jetzt in der Bude bin und halt auch immer ein bisschen mich auslaste mit Sport und in der Arbeit, schalte ich abends die Glotze ein und es dauert 10 Minuten und ich bin weg. Ja, nee, also bei mir ist so, Glotze einschlafen, nicht, also finde ich manchmal auch echt interessant, wenn dann halt Töne oder irgendwas kommen und man weiß halt, okay, man schläft dann ein, das irgendwie, ja, ist in Ordnung das Gefühl, aber ich finde, die Augen sind dann, wenn man aufwacht, so richtig hässlich verklebt. Und deswegen mache ich das nicht. Ich weiß nicht, ob das normal ist, aber bei mir ist es dann so, so richtig, die pappen dann so richtig zusammen und dann kriege ich die schon gar nicht mehr auf, so wirklich. Und deswegen mache ich das eigentlich nicht. Ich habe auch im Schlafzimmer keinen Fernseher, weil das muss nicht sein. Ja, ich auch noch nicht. Irgendwann denke ich, wird es sich nicht vermeiden lassen, aber ich bin eigentlich auch nicht so der Fan davon. Außer ja, für sexuelle Filme. Ja, das Ding ist ja bei dir, du hast ja eine Frau und dann kann die sich da wenigstens irgendwo hinhocken. Ich habe ja mein Arbeitszimmer, dementsprechend ist mir das da scheißegal. Soll die Alte im Wohnzimmer ihren Scheiß angucken, diese ganzen Arztserien, Kochserien, oh ja, und das muss ich mir nicht geben, weil da penne ich dann auf jeden Fall innerhalb von kürzester Zeit ein. Ja. Ja, wir sind auch schon wieder am Ende mit unserem schönen Thema heute, Schlafen. Bevor wir uns jetzt wieder hinlegen, das hätte ich gesagt, lasst einen Kommentar da, schreibt doch mal unten rein, was ihr dazu sagt, ob ihr schlaft oder nicht. Und ansonsten sage ich dem Basti seinen Satz, schaltet wieder ein, wenn es heißt Daily Shit Time. Danke fürs Zuhören, Servus. Gute Nacht, Servus.